How to Make It, der Podcast für Musiker, die wirklich etwas erreichen wollen. Präsentiert von Adamant Music. Herzlich willkommen zur ersten Episode von How to Make It. Ich bin Yannick, Gründer von Adamant Music, und in diesem Podcast möchte ich dir Einblicke in die verschiedensten Bereiche des Musikbusiness geben. Dich erwarten spannende Experteninterviews, hilfreiche Tipps und neue Ideen zu den Themen Musikmarketing, Business, Management und allem, was dich als Musiker betrifft. Also ohne lang herumzureden, lass uns direkt anfangen mit der ersten Episode. Ich freue mich jetzt wirklich sehr, euch den heutigen Gast vorstellen zu dürfen, nämlich Ludwig Stadler. Der Münchner ist Gründer und Redaktionsleiter des Online-Magazins Kultur in München, für das er bereits über 200 Konzerte besucht und rezensiert hat. Außerdem ist er für München Musik im Bereich Marketing und Presse tätig, hat zusätzlich noch sein Akustik-Punk-Duo Shots und auch noch ein Solo-Projekt. Ich freue mich also sehr, dass er sich trotzdem die Zeit genommen hat und hier zu Gast ist. Von ihm können wir alle sicherlich noch einiges lernen in Sachen Performance und Konzerten. Ludwig, erstmal herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Bei all deinen Projekten reichen 24 Stunden am Tag nicht wirklich aus, oder? Ja, vielen herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Was für eine Ankündigung. Da muss ich erstmal jetzt hinterherkommen und Herr werden. Ich hoffe, die Infos stimmen alle, die ich gesagt habe. Ja, nein, die Infos waren alle richtig. Und es stimmt, es ist zeitlich manchmal wirklich brenzlig, denn da kommt tatsächlich noch die Uni dazu. Das ist ja gesehen, wenn man es möchte, meine Eltern würden sagen, das Wichtigste. Mhm. Und dem kann ich prinzipiell zustimmen. Das ist ja dann die Zukunft. Da studiere ich Lehramt auf Gymnasium für Deutsch und Sozialkunde. Oh krass, okay. Und da ist aktuell, da merkt man, glaube ich, dass es ein bisschen brenzig wird. Pflichtpraktikum von 3 Wochen, Vollzeitpraktikum. Mhm. Und dazu soll jetzt eben noch die Arbeit bei München Musik und explizit vor allem nochmal die Arbeit fürs Magazin dazukommen. Und Musik, die eigene Musik. Das ist zum Glück eine Sache, die immer so phasenweise nötig ist. Also klar, Konzerte stehen ja meistens fix und fest an, aber wenn man neue Musik schreibt, also zumindest mache ich das immer so phasenweise, wenn ich weiß, ich habe mal 1-2 Monate ein bisschen Luft. Mhm. Das ist ja meistens dann der August oder der September, wo dann zum Beispiel konzerttechnisch weniger los ist. Und da ist zum Glück jetzt das eine Album fertig und kam sogar vor ein paar Stunden neu und frisch gemixt und gemastert an. Ja, krass. Da ist zum Glück gerade ein bisschen Ruhe. Ja, bin ich mal gespannt. Also höre ich sehr gern rein. Vielleicht, also wie gesagt, ich hoffe, dass die Infos alle richtig sind, aber vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, wie du in diese ganze Welt sozusagen überhaupt reingerutscht bist, weil jetzt Musikjournalist nebenbei mehr oder weniger was anderes nochmal studieren und quasi ein professioneller Konzertbesucher ist jetzt nicht unbedingt der Standardjob sozusagen. Magst du vielleicht so ein bisschen über deinen Werdegang erzählen, wie du so ein bisschen da in die ganze Szene reingekommen bist? Ja klar, das ist natürlich nicht eine Sache, die von 0 auf 100 so passiert ist. Man fängt ja irgendwann an, Musik zu hören, dann ist natürlich die Frage, wie man es macht. Ich bin so ein Mensch, der gerne in der Extreme verweilt und jetzt dann auch dann dementsprechend extrem viel Musik gehört habe, was ich damit so richtig angefangen hat. Es war aber erst 2010, 2011, so das war dann die Zeit, wo ich richtig damit angefangen habe, mich mit Musik zu beschäftigen. Und dann hat es auch nicht mehr aufgehört und es wurde eigentlich immer nur intensiver und immer mehr. Mittlerweile ist es dann quasi über Musik berichten, Musik machen, Musik ansehen und Musik erleben und so weiter. Es gibt tatsächlich auch relativ wenig anderes in meinem Leben. Eine gute Frage. Ich habe 2013 angefangen, etwas mit einer Punkband zu gründen. Damals noch nicht Akustik-Punk. Die ist dann daraus entstanden. Wir haben einfach nur im Namen das R gekickt. Die hieß damals Shorts. Mittlerweile heißt sie Shots. Mhm. Und ohne Schlagzeuger und Bassist und das Ganze auf Akustik. Aber damals war es noch wirklich Punk. Es hat auch so geklungen. Es war nicht gerade ein Meisterwerk. Und ich bin froh, dass man das Album, glaube ich, mittlerweile irgendwo mehr findet. Aber es war das Erste und es war der Anfang, so auf der eigenen Musikbasis mal zu arbeiten. Mhm. Ich spiele selber schon, seit ich in der ersten Klasse bin, Klavier und habe auch bis vor 2 Jahren noch Unterricht genommen. Also das wirklich ganz lang und aktiv ausgebaut und komponiere auch wie so ein Wahnsinniger. Und aber irgendwann ist halt die Frage dann gewesen, weil ich vor allem meine Freunde oft damit genervt habe, immer, ja, kann ich nicht irgendwie meine ganze Meinung zu Alben und Musik und blablabla nicht irgendwo kanalisieren, also irgendwo dort veröffentlichen, wo es vielleicht auch wirklich Leute interessiert und vielleicht nicht die armen, meine armen Freunde um mich herum, die das die ganze Zeit ertragen mussten. Und da habe ich dann angefangen, bei dem Online-Magazin Tombstone Webscene heißt das, da habe ich angefangen im Herbst 2014, also eigentlich so gesehen gar nicht so lange her,
Und das war NRW vorhin angesiedelt und ich habe so ein bisschen den München-Standort dann aufgemacht. Erstmal aber ganz viele Alben rezensiert, wie ein Wahnsinniger, hab mich da im Gegensatz zu vielen anderen Hobbyjournalisten, damals aber schon nicht so unbedingt geschert, auch Verrisse zu schreiben. Wenn ein Album schlecht ist, dann gehört das halt so geschrieben. Hatte, glaube ich, auch damals einige Feinde in der Metal- und Gothic-Szene gemacht. Die tragen mir das heute noch hinterher. Ich finde das ganz witzig, wenn ich jetzt mit so einem neutraleren Magazin, damals war das eher so ein Szene-Magazin für Rock, Metal und Gothic, jetzt mit den neutraleren Magazinen über solche Konzerte berichte und immer so natürlich jetzt die Spanne der letzten Jahre mit einbeziehe. Ja, das nehmen mir manche immer noch übel, dass ich ihre Alben mal zerrissen habe. Aber Nach wie vor, oder was? nach wie vor, witzigerweise. Krass. Es gibt genau ein einziges Beispiel, der ist es dann irgendwie positiv gelaufen. Deren erstes Album, Band nenne ich jetzt mal nicht. Das habe ich damals, ich glaube, ich habe 1 von 10 Sterne gegeben und es war wirklich Müll, das Album. Oh, und da ging es damals rund und dann waren die live auch beschissen. Dann habe ich den Konzertbericht, der war auch nicht gerade dann glorreich. Aber immer konstruktiv, das möchte ich schon sagen. Mir geht es nicht ums Rumpöbeln. Auch damals nicht und heute erst recht nicht. Und mittlerweile haben wir uns da irgendwie einen Weg zueinander gefunden. Die kommenden Alben wurden auch deutlich besser und jetzt sind wir auch miteinander befreundet. Das fand ich dann ganz witzig. Krass, okay. Er fragt mich immer nach Meinungen, bevor ein Album rauskommt und wie das Album dann ist und wie ich die Songs so empfinde. Und er hat mir mittlerweile auch zugestanden, dass er das erste Album genauso beschissen findet wie ich. Das fand ich Rückblickend, in dem sehr. Moment ist das natürlich scheiße. Natürlich, absolut. Aber ich meine, es war ein sehr erfolgreiches, ein kommerziell erfolgreiches Album. Okay. Also man kann ja mal beide Seiten betrachten. Aber musikalisch, glaube ich, und künstlerisch war das ein bisschen schwierig. Aber es ist natürlich, glaube ich, eine ganz witzige Anekdote, wie sich das dann so auch entwickelt. Aber jedenfalls haben wir dann 2015 auch angefangen, also ich für meinen Teil in München, Konzerte zu berichten. Damals noch relativ zögerlich. Ich weiß gar nicht, ich glaube, mein erster Einsatz war Umf mit Ausrufezeichen, 2 O, in der Theaterfabrik, die ist mittlerweile abgerissen. Die war am Ostbahnhof in Optimolwerken, relativ schmuddelige Gegend, aber eigentlich eine hübsche Konzertlocation. Und Umf, eine Band, die mich definitiv irgendwie Richtung Metal getrieben hat, also auch mit einer persönlichen Verbindung. Da war dann der Konzertbericht auch super positiv und dachte mir so, oh, was schön. Und der zweite war dann Bring Me the Horizon. Geil. Damals noch mit That's the Spirit zumindest, glaube ich, kam das gerade raus. Und sie haben jetzt den Sprung so von Core zu Alternative Rock dann gehabt. Das war in der Tonhalle. Und das Konzert war relativ schwierig, weil es sehr Playback-lastig war. Und da ging es dann eigentlich auch schon wieder los, dass, oh mein Gott, auch Konzerte sind nicht fehlerfrei. Denn wenn man privat zu Konzerten geht, geht man normalerweise nur zu denen, wo man ja auch hin möchte und eigentlich einigermaßen weiß, was einen erwartet und so weiter. Und bei Bring the Horizon war es von Anfang an schon so eine Sache wie, das könnte ein relevantes Thema sein, wir wurden eingeladen von der Agentur, also gehen wir doch da mal hin. Das war dann natürlich etwas schwierig, aber auch das ist gut, dass man das relativ flott gelernt hat. Witzigerweise war der Beartooth, ich glaube, ich spreche sie wieder falsch aus, weil ich nicht gut im Englischen bin. Die waren damals Vorband in der Tonhalle 2015, also ganz Anfang der Support, 30 Minuten war schon ganz cool. Ende Februar haben sie die Tonhalle selbst ausverkauft mit ihrer eigenen Tour. Krass. Witzig, wie die Bands dann immer größer und eigener werden. Die habe ich am Donnerstag in Berlin gesehen und die haben sich krass gemacht. Finde ich auch schön, wenn man dann solche Sachen dann quasi auch begleitet. Das ist natürlich geil, wenn du so über die 5 Jahre dann so ein bisschen die Entwicklung mitbekommst, was dann aus der Vorband irgendwie noch wachsen kann, ist Das ist beeindruckend dann, ja. eine beeindruckende und schöne Sache. Passiert natürlich hin und wieder. Bei Beartooth ist es jetzt schon bezeichnen, weil die halt fantastische Musik machen und da war es eine Frage der Zeit, dass die wirklich groß und relevant werden. Und Aber Playback, nur um mal kurz einzuhaken, ja, um Playback beim Gottes Willen, ja. Rockkonzert habe ich jetzt persönlich noch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Also gibt's das auch? Gibt es nicht nur auch, ist sogar leider eine relativ verbreitete Sache, vor allem bei amerikanischen Bands. Das Problem ist, glaube ich, dass viele Alben oft sehr stark produziert sind. Man könnte auch das Wort überproduziert verwenden. Ja. Das ist natürlich eigentlich immer so eine kleine Beleidigung. Es schaffen auch wenige Bands dann, das auch live mit ihren eigenen Stimmen und Instrumenten zu transportieren. Viele probieren es auch gar nicht und schaffen dadurch einen anderen Rhythmus. Ein gutes Beispiel, glaube ich, ist I Prevail, der neueste Album, Trauma ist es, Hurricane heißt ein Song drauf. Das ist unfassbar überproduziert. Also da ist nur 1000 Spuren drüber gelagert und die Stimmen sind verzerrt und ohne Ende und so, boah. Ich dachte mir schon, das kann live nur schief gehen, aber die haben das ganz clever gelöst, indem sie einfach nicht den Anspruch hatten, das dann so zu machen und haben nur quasi das Ganze als roher und kerniger Rock- und Metal-Sound dann präsentiert und
ein paar Samples drüber gelaufen lassen, aber es hat sich irgendwie in Grenzen gehalten. Und bei Bring Me the Horizon war das Problem, dass der Sänger Olli Skies oder Sykes, oh Gott, ja, Olli, der hat damals aufgehört zu screamen, also gutturalen Gesang zu benutzen und wollte ja vor allem nur noch wirklich singen, konnte er aber noch nicht wirklich. Am Album kann man das ja immer schön bearbeiten. Live wird es dann brenzlig. Ich glaube, sehr viel hat der Keyboarder gesungen, so ist mittlerweile auch geregelt. Damals war noch ein bisschen Playback-Einsatz dahinter. Und das ist halt schäbig. Also Krass, okay. ist Also das halt ist für mich Blödsinn. vollkommen neu, dass selbst Bands, also klar, da kannst du sagen, mit den irgendwie die ganzen Pop-Sternchen und so, dass da wahrscheinlich 95% Playback ist, ist wahrscheinlich allseits bekannt, aber dass du dann Ja. von den erstmal, du denkst, organischen Bands, die ihre Musik selbst schreiben und dass das dann nicht auch wirklich live auf die Bühne gebracht wird, das war jetzt neu. Also das Schöne ist ja, dass das, oder das Gute und Positive, dass da nicht den kompletten Glauben an die Musikbranche zerstört, dass wirklich Playback nicht so oft ist. Also im Hip-Hop, vor allem im deutschsprachigen Hip-Hop, ist es dann leider doch ein bisschen verbreiteter. Also vor allem diese ganzen Trap- und Ja. Autotune-Künstler und leider auch Künstlerinnen, Beispiel Juju, die ja gerade extrem groß und angesagt ist, wo ich mir dachte, okay, das Album, was auch gar nicht so hart Autotune-lastig ist, könnte live wirklich was werden. Und die Frau hat ja eigentlich auch was auf dem Kasten. Die hat tatsächlich extrem viel Playback verwendet, und viel zu viel Live-Autotune. Das war schade. Und das leider auch in dem Genre dann relativ oft, was natürlich auch auf Künstler dann einfach abstreift, die sich bewusst dagegen stellen und das eigentlich auch nicht verwenden möchten. Aber nein, das macht es dann vielleicht besonders. Also zum Beispiel Trettmann ist ja auch ein Trap- und Autotune-Künstler, aber der sich bewusst gegen den Playback-Hype oder Backing-Track-Hype stellt. Aber ich glaube, das ist das Häufigste, sind Backing-Tracks. Also viele haben einfach ihre eigene Stimme nochmal hinten laufen, singen dann quasi drüber und damit wirkt es auch ein bisschen kräftiger und powervoller. Auch einer meiner absoluten Lieblingsbands, Shinedown, die ich wirklich auch als fantastische Liveband sehe und die machen das auch toll. Aber auch da bei den ganz schweren Gesangparts greift der Sänger auf Backing-Tracks zurück. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Ideologie, vor allem bei den amerikanischen Bands. Ungelogen meine Lieblingsband. Also jetzt voll überrascht, dass du das sagst. Shinedown tatsächlich. Kennt ungefähr keine Sau in Deutschland, habe ich das Gefühl. Ja, das ist, die haben noch nicht die Anerkennung, die sie haben sollten. Das ist richtig. Krass, das flasht mich jetzt ein bisschen. Nein, also wirklich, also Shinedown, ja, also ist halt immer schwierig, Lieblingsbands festzulegen, aber ich würde sagen, so wahrscheinlich die Toten Hosen, Shinedown und Incubus dürften so Platz 1, 2, 3 belegen. Sauber. Aber Shinedown ist eine irrsinnige, tolle Liveband. Die waren in der Muffathalle, haben die gespielt, in München, mit 2018 war das im November. Das war auch echt schnell ausverkauft. Und da passen eigentlich nur 1300 Leute, glaube ich, passen in die Muffathalle. Relativ klein, selbst für Shinedown. Also die ziehen eigentlich in Deutschland auch schon die 2000, was ja nicht schlecht ist, aber Okay. natürlich nicht vergleichbar mit Amerika-Niveau, wo wir dann von 12.000 bis 15.000 Menschen reden. Aber wirklich, wirklich, wirklich tolle Liveband. Und die Agentur, die Shinedown gemacht hat, hat mir damals ein Interview angeboten. Und ich mache eigentlich ungern Sachen, wo ich genau weiß, dass ich sehr voreingenommen bin und vielleicht dann nicht so berichten kann, wie ich will. Aber bei Shinedown habe ich dann beide Augen zugemacht und das Interview gemacht. Und so vielleicht auch ein bisschen zu sehr als Fanboy gefühlt. Krass. Ja, geil. Habe ich Aber das leider noch musste nicht sein. live gesehen, aber steht ganz oben auf der Liste. Ja, unbedingt, lohnt sich sehr. Die machen jetzt eh ein neues Album und ich denke mal, dass sie 2021 so dann zurückkehren. Also wenn die kommen, also unbedingt hin, unbedingt. Fett. Ja, geil. Krass. Also flasht mich jetzt wirklich, weil jeder, mit dem ich über irgendwelche Bands rede, noch nie was davon gehört. Ja, schade eigentlich. Die sind ja auch musikalisch Voll. echt, echt oberste Brutal. Liga. Also, Stimme der Wahnsinn. ja, Brent Smith hat eine irrsinnige Stimme. Auch live, muss man mal lassen. Also, ich habe die im November waren die jetzt Vorband von Alter Bridge in Zenit. Da war der Sound zwar unterirdisch, aber er hat auf die Backing-Tracks verzichtet. Und das war sehr cool, weil dann seine Stimme vollkommen zur Geltung kam. Und der ist mächtig. Der ist ein sehr, sehr, sehr mächtiger Sänger, sowohl auf Ja. Platte als auch vor allem live. Und das ist toll. Ja, krass. Fett. Und dann mehr oder weniger nach und nach immer weiter in die, wollte mal sagen, in die Szene eingetaucht und dann letztendlich selber noch bei dir dein Online-Magazin gegründet. Ja, das kam dann eigentlich relativ überraschend, weil der Leiter von Tombstone damals gesagt hat, ja, er möchte eigentlich nicht mehr weitermachen und es ist halt, also mittlerweile kann ich das verstehen mit dem zeitlichen Aufwand, den er damals immer wieder vorgebracht hat und dachte, naja, das ist vielleicht der Moment, dass ich mich eben ein bisschen selbstständig mache. Wir haben
damals, also wie gesagt, Rock, Gothic, Metal, zu Spatenmagazin, und wir haben im Deutschen Theater in München, sehr eher ein Musical und ja, allgemein historisches Theater für Veranstaltungen ist, haben wir die Addams Family, das Musical, gemacht, was ich tatsächlich rechtfertigen konnte, weil es ist ja ein Gruselmusical und damit kann ich es irgendwie, das hat funktioniert. Mich hat das sehr überrascht, weil der Leiter der Pressestelle, der Georg Kleesattel, der hat dann mich mit Namen begrüßt und das hat mich total überrascht. So, oh mein Gottes Willen, was ist denn das jetzt? Die persönliche Ebene war für mich eine ganz neue. Und ich wollte es gern wieder machen und wollte dann zur nächsten Premiere, das war dann Sister Act, auch gehen. Und da hieß es dann, ja, das passt aber nicht zum Raster des Magazins. Deshalb geht's nicht. Was mich dann sehr geärgert hat, aber wirklich, also quasi vielleicht 2 Tage danach, war das Magazin dann, wurde quasi zugemacht. Das hat sich keine Nachfolge gefunden. Und das war natürlich dann der Moment, jetzt das eigenständig aufzuziehen. Und das ging dann auch echt wirklich schnell. Also ein paar Tage hat es gedauert. Ich glaube, 8. Mai 2017 ging dann irgendwie Website online. Ich habe 2, 3 Tage dran geschraubt. Und dann aber auch zeitgleich mit Facebook und erst später Instagram. Mittlerweile hat sich ja das Gleichgewicht da geändert. Instagram relevanter als Facebook geworden ist. Wobei Facebook immer noch relevant ist, darf man nicht so ganz Je nach falsch Zielgruppe verstehen. halt. Ja, wir sind eigentlich ein relativ junges Team, also eigentlich bestehend aus größtenteils Studenten und Auszubildenden und hier und da schon, das klingt jetzt so blöd, normal Arbeitenden, aber auch im gleichen Altersspektrum, also über 30 sind bei uns tatsächlich relativ wenige. Und das Publikum, was wir dann ansprechen, ist immer so schwierig, weil die Zielgruppe wir eigentlich auch als junge Menschen definieren, und wenn man die Leserschaften anschaut, dann ist es auch so. Und bei Instagram ist es auch so, wenn man so guckt, wer da so aktiv ist. Bei Facebook spricht man dann doch eher, da habe ich gemerkt, dass sehr viele Musical-Leute da sind, die uns verfolgen für Musical-Berichte, die wir eigentlich gar nicht so viel machen, aber naja. Das ist natürlich eher die ältere Generation dann da, die es verfolgt. Und die Veranstalter, die gucken sich vor allem an auf Facebook, was so passiert. Also man kann das vielleicht auch so als Präsentationstool ein bisschen sehen. Also wenn wir da gucken, dass wir wirklich jeden Beitrag posten auf Facebook, dann ist es vielleicht gar nicht so unbedingt für die Reichweite, aber die kannst du vergessen. Das ist eher so, dass die Veranstalter dann sehen, dass wir wirklich aktiv sind. Die gucken dann nicht unbedingt auf die Website, sondern auf Social Media. Hat sich halt voll etabliert, also. Hat sich wirklich etabliert. Wobei, und das ist ja das Witzige dabei, wenn man dann guckt, so, was sind eigentlich die Klickzahlen auf der Website und wie sind die Reichweiten auf den Social Media Kanälen, da sind wir, glaube ich, bei Facebook gar nicht so wild, und auch bei Instagram irgendwie 1300 oder so, ist wirklich nicht viel. Aber das ist tatsächlich das, was wir an Lesern, also nicht Klicks, sondern Lesern pro Tag haben auf dem Magazin. Also das wundert mich dann immer sehr. Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen. Also viele sind ja von Google. Es gibt zwar schon Statistiken, die dann zeigen, wer wo was herkommt, aber irgendwie klingt das komisch. Und das würde jetzt sagen, dass wirklich viele einfach so daherkommen, weil sie bewusst was suchen, was sehr gut möglich ist, aber sich entgegen so dem eigentlichen Trends befindet. Also ich will jetzt unbedingt wissen, was über Shinedown geschrieben wurde. Also google ich Shinedown, was weiß ich, Konzert in München, kommen dann irgendwie dahin. Oder es war ja auch wieder Google, das ist ja Blödsinn. Und es gibt Leute, die wirklich aufs Magazin gehen und sich angucken, was wurde denn eigentlich heute Neues veröffentlicht. Gibt's Ist auch. doch geil, gerade wenn du viel auf Konzerte gehst, dann dir davor mal ein bisschen anschauen, wen lohnt sich's anzuschauen, bei wem Ja, das ist vielleicht eher weniger. super passend dafür. Wir haben ja auch jeden Monat ein Konzert- und Theaterübersicht. Die Theaterübersicht, die ist relativ kurzfristig, wenn man es so nimmt, weil Theater sich, ha, es ist halt schwierig, da sind viele Stücke dann irgendwie auch schon ziemlich vergriffen. Vor allem, wenn wir die Staatsoper-Sachen aufführen, dann ist es zwar immer super, aber die sind eigentlich fast alle ausverkauft, weil die eine Auslastung haben wie nochmal was. Aber vor allem die Konzertübersicht wird bei uns extrem krass genutzt. Das sind Leute, die dann irgendwie wirklich gucken, was läuft so. Wir bekommen immer wieder regelmäßige Mails, die dann fragen, wann kommt denn die neue Konzert- oder auch die neue Theaterübersicht online. Das fand ich ganz witzig. Einmal hat tatsächlich auch jemand geschrieben, wann kommt die neue Theaterübersicht? Wir planen nach München zu fahren und würden jetzt gerne mal die Karten buchen. Also der hat echt darauf gewartet, auf diese Übersicht, um dann so übersichtlich zu sehen, wo spielt denn eigentlich gerade was. Immer wieder krass, und dann vergisst man, dass die Reichweite mittlerweile echt krass ist. Also Gibt's scheinbar nicht. Also gibt's jetzt, nein, habe ich also jetzt bewusst auch noch wenig gesehen. Also so Veranstaltungskalender oder so ein Kram gibt's ja eigentlich für jede Stadt, aber jetzt wirklich bewusst auf Konzerte und auch ha, mal. schwierig. Also ich habe es mir auf der Website auch angeschaut, einfach ausgeschrieben, wer ist denn wo und spielt wann. Das ist, habe ich jetzt bewusst Ja, noch es nie gesehen. Also nicht schlecht. gibt auch recht wenige. Also es gibt, natürlich kann man bei, boah, Bands in Town ist, glaube ich, nicht Songkick, glaube ich, heißt es da.
Aber es geht auch nur darum, was da gerade eingetragen wird. Und ich glaube, in München, das ist ja auch ein tolles Stadtmagazin, die haben es relativ gut aufgelistet, aber wenn die halt mit irgendwelchen Leuten nicht kooperieren, dann kommt es halt nicht rein. Ja, das habe ich zumindest jetzt, also wir kommen ja auch nicht mit allen Veranstaltern gleich gut aus, müssen wir irgendwie sozusagen. Aber das habe ich aufgehört, das ist ja Blödsinn. Das macht ja nicht, man macht es ja nicht für das eigene Ego oder so ein Blödsinn, sondern man macht es ja tatsächlich für die Vollständigkeit und die Personen, dass sie auch genau sehen, wie wo was irgendwie geboten ist. Und ich glaube, da ist unser Konzertkalender schon ganz gut. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass immer hin und wieder ein Tippfehler drin ist, weil ich den Schmarrn tatsächlich immer noch händisch abtippe. Aber es macht auch Spaß, das tatsächlich einmal im Monat irgendwie 3, 4 Stunden zusammenzusammeln und sich vielleicht Lieder anzuhören von Konzerten, die man in nächster Zeit besucht. Ja, krass. Ist es dir, um mal so ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen, mir ist es in den letzten Ja. Jahren immer krasser aufgefallen, dass Konzerttickets wirklich brutal teuer werden. Warum? Also hast du da irgendeine Meinung dazu? Warum? Und wie stehst du da so ein bisschen dazu, dass man, weiß ich nicht, 300 € für ein Ticket der Stones hinhauen muss oder so? Reicht ja nicht. Stones ging ja bis 800 tatsächlich. Genau, die billigen, dass du ab 300 quasi die Stones anschauen kannst. Das war, also das war, es ist mal kurz auf das Beispiel der Stones einzugehen, weil ich das ganz witzig fand. Da ist natürlich die Preismache heftig. Die kosten auch eine Gage. Das ist nicht mehr feierlich. Aber es funktioniert jedes Mal. Also die sind jedes Mal auch Natürlich. voll. Ist ja ein Wunder. Also die haben sie ja auch so aufgeteilt. Ich glaube, vorne gab es diesen kleinen Pit, der hat 799 die Karten gekostet. Dahinter gab es einen Sitzbereich im Stadion, da hat die Karte 499 gekostet. Und dahinter wiederum gab es dann Stehbereich und da hat die Karte 100 gekostet. Also es wäre so gesehen der beste Deal gewesen für die Stones. Aber ganz ehrlich, vor dir ewig viele Sitzplätze und der Filter, Pit, so das Ding irgendwie hieß, bist du echt einigermaßen weit weg von der Bühne. Und Huni ist halt auch nochmal eine Ansage. Das Also stimmt. Aber die schon Leute sind auch nicht bereit, es zu ohne. zahlen. Also Die Leute sind bereit, es zu zahlen. demnach Die wärst du Stones natürlich machen. dumm, wenn du es nicht machst. Aber es ist, finde ich, eine krasse Entwicklung. Also ich habe jetzt vor 2 oder 3 Jahren war ich bei Passenger in München und habe 30 € oder sowas gezahlt. Den hätte Und ich jetzt jetzt, auch so 30 bis 40 eingeschätzt, so in dem. genau, also da war ich, glaube ich, vor 2, 3 Jahren für 30. Und jetzt habe ich letztens geschaut, jetzt kommt da wieder eine Solo-Tour, da ist jetzt wieder nicht so teuer, aber das letzte Mal, wo er in München war, war er mit Band da, da warst du wieder bei, weiß ich nicht, war es fast das Dreifache. Ja, ein bisschen bei Passenger ist es schwierig. Der ist nämlich im Laufe der Zeit, auch wenn er sein Publikum teilweise hält, kleiner geworden. Also der ist vom Zenit Kapazität 5.800 runter auf die Tonhalle Genau. 2.200. Und wie das bei Künstlern so ist, wollen sie aber natürlich auch nicht weniger Geld haben. Aber sie ziehen halt weniger. Und dann muss man da halt irgendwie einen Kompromiss finden. Das endet oft einfach in teureren Karten. Das ist natürlich schade. Es gibt ein paar Gründe dafür. Ein paar sind intern. Die sind auch jetzt nicht fein. Die möchte ich auch nicht so ausführen. Da gibt's, es gibt tatsächlich bewusst Veranstalter, auch weltweit, aber auch deutschlandweit, die ein bisschen Kartellenmacht haben und die Branche da nachhaltig zerstört haben mit ein paar Sachen, die sie getrieben haben. Das ist eine Sache, aber eine wesentliche Sache ist zweierlei. Es gibt da wirklich viele Kosten, die steigen. Also das ist nicht irgendwie eine blöde, pauschale Aussage. Alle wollen mehr verdienen. Die Locations wollen mehr verdienen. Natürlich wollen auch die Veranstalter nicht auf dem Nichts sitzen bleiben. Wobei die Veranstalter oft auch die sind, die echt am wenigsten von allen haben, um sie mal ein bisschen in Schutz zu nehmen. Also nicht alle Veranstalter, aber auch viele. Und was das Zweite ist, und ich glaube, das ist eine wesentliche Sache, die immer viele vergessen, die Künstler wollen mittlerweile Gagen, die nicht mehr feierlich sind. Was aber auch verständlich ist, weil sie machen nicht mehr viele Umsätze durch CDs, eigentlich gar keine mehr. Sie haben eigentlich nur noch Merch vielleicht. Auch interessant, dass es immer viele so VIP-Pakete gibt. Das gab es ja am Anfang jetzt nicht so wirklich. Vielleicht bei ganz großen. Mittlerweile machen halt auch Bands, die Größenordnung 500 Personen spielen, bieten dann irgendwie ein VIP-Paket an und du kannst sie für 80 € davor treffen und Hallo sagen und irgendwie Question and Answer und so ein Blödsinn. Ich weiß so, das ist halt immer so, das ist eine Band, die danach halt im Merch-Stand rausgekommen ist oder dass die vom Tourbus abgefangen oder irgend sowas. Das ist halt eine Sache, dass Bands sich mittlerweile durch das Touren alles finanzieren Das ist wahr. und dadurch die Gagen auch steigen. Du beziehst dich jetzt aber nicht unbedingt auf die kleinen, sondern beziehst dich wahrscheinlich eher auf die größeren. Ja, Da ist also mir ist es. jetzt bewusst einfach in den Konzerten, die öffentlichkeitswirksam Ja. quasi irgendwie promotet werden, dass es da einfach krass, krass nach oben gegangen ist. Man merkt es immer bei ganz großen Künstlern, finde ich, die dann in der Olympiahalle spielen und die halt meistens Gagen wollen im,
sagen wir mal, ordentlichen sechsstelligen Bereich. Ist halt nicht so leicht, das zu zahlen. Also wir gehen mal von einem hypothetischen Künstler aus, der 200.000 Euro möchte für eine Show. Das ist natürlich ein Wucherpreis. Also ist ja so, dass Künstler mittlerweile Fixgagen kriegen und oft noch irgendwelche Deals haben, dass wenn ab einem gewissen Fixpunkt, genau, dann bezahlt wird, dann ist halt irgendwie noch was zusätzlich. Das hat sich ja mittlerweile so eingebürgert, damit auf alle Parteien quasi Sicherheit irgendwie herrscht. Außer beim Veranstalter, der hat keine Sicherheit. Aber naja. Aber der Künstler, der jetzt 200.000 will, das kannst du oft nur noch dann irgendwie bewerkstelligen, indem du bestuhlst, ist ganz oft der Fall. Tolles Beispiel ist der Queen in der Olympiahalle, die jetzt im Juni kommen. Queen mit Adam Lambert. Waren 2017 da, exklusive Show, also Deutschland-Show in München. Da war alles also Stehraum und die Karte hat 100 Euro im Stehraum gekostet, was natürlich auch schon ordentlicher Preis war. Wir reden ja auch von Queen mit Adam Lambert, so ist es jetzt auch wieder nicht. Jetzt kam dieser Bohemian Rhapsody-Film, riesiger Hype und die Band geht wieder auf Tour und sie will deutlich mehr Geld haben. Man geht aber nicht in größere Hallen oder Stadien, sondern bleibt in den gleichen Hallen. Und wie löst man das Problem? Man bestuhlt die ganze Halle, verkauft die vorderen Plätze für ungefähr, wie viel war es, 380 Euro. Geht dann immer weiter hinter. Und die billigste Karte in dem ganzen Stadion ist, glaube ich, mittlerweile 98 Euro für Stehplatzumgriff. Das sind die ganz, ganz oben, die Plätze, das siehst du nicht mal gescheit. Das hast du das Gleiche bezahlt vor 2 Jahren quasi, um in der ersten Reihe zu stehen. Das ist natürlich heftig. Und das ist interessant, weil bei Queen stellt sich wirklich die Frage, hallo, die haben die Halle jetzt mehrfach ausverkauft mit Stehplätzen. Wieso bestuhlt man den Käse? Da passen 3.000 weniger rein. Und da ist die Antwort einfach nur Geld. Wäre jetzt gerade meine Frage gewesen, ob sich das nicht so ein bisschen relativiert, wenn du halt deutlich weniger durch Bestuhlung reinbekommst, zwar mehr verlangen kannst, aber gut, wenn du das Dreifache verlangst für einen Stuhlpreis, dann juckt dich das nicht. Nein, das juckt dich nicht. Also insgesamt kommst du dann, und insgesamt ist der Preis ja auch gestiegen. Also wenn die hintersten Hammelplätze, die sonst irgendwie 65 kosten, jetzt 100 kosten, ist es ja auch nochmal, kommt ja noch zusätzlich dazu. Aber den Innenraum mit Plätzen zu bestuhlen und dann die vorderen Reihen zu Wucherpreisen verkaufen, hat sich ja so ein bisschen eingebürgert jetzt. Ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hat. Auch Shawn Mendes hat zum Beispiel, also eigentlich jetzt ein Künstler, von dem ich es nicht erwartet hätte, oder auch ein Veranstalter, dass sie in die vorderen Plätze für 330 Euro dann verkauft haben. Das fand ich krass. Du, wenn es weggeht, wieso nicht? Ja, ich mit glaube, dem Argument also ein bisschen, kann man viel. Ja, natürlich, aber mein, aus Künstler, Veranstalter und in Anführungszeichen Business-Sicht, wenn die Tickets gekauft werden, wieso sollen sie es nicht verlangen? Dann ist halt die Frage, wann höre ich damit auf? Wo ist die Grenze, genau. Wo ist die Grenze und wo betrachte ich mich selber dann auch irgendwie so sehr als Konzertbesucher, dass ich das nicht mehr unterstützen kann? Und da gab es schon ein paar Fälle, wo ich mir echt dachte, das ist jetzt eigentlich maßlos zu heftig. Mhm. Aber oft fallen die Leute dann einfach auf die Schnauze, wenn es halt nicht funktioniert. Also es gibt natürlich auch Fälle, wo völlig egal ist, was du verlangst. Wenn Adele jetzt käme, und die kommt ja, ich glaube nächstes Jahr, dann wird das... ist egal, was du da verlangst. Also 200 Euro verlangen für jeden einzelnen Platz und das Ding ist voll. Aber wenn du halt, naja, Andrea Bocelli zum Beispiel haben sie jetzt mal veranstaltet, haben glaube ich 250 verlangt für diese Plätze, das geht halt nicht weg. Der hat keine Relevanz mehr und dafür ist der Preis einfach viel zu krass gewesen. Ich habe auch so ein bisschen, vielleicht kannst du mir da zustimmen, aber so normal Musikkonsum ist ja immer weiter irgendwie in den Hintergrund geraten. Es gibt ja jetzt kaum noch Leute, die sich bewusst irgendwie hinhocken und was auch immer, ein neues Album komplett durchhören oder so, das ist halt mehr oder weniger das, oder bei vielen zumindest, ist es so das Hintergrundgeplätscher geworden. Deswegen glaube ich auch, dass Konzerte halt einfach als Erlebnis diesen Platz so ein bisschen eingenommen haben und dementsprechend vielleicht auch die Leute einfach mehr bereit sind zu zahlen, weil halt du da Musik noch wirklich erleben kannst und zu Hause, weiß ich nicht, spielst du auf der Alexa 24/7 immer das Gleiche. Ja, also der These sicherlich war das vorhanden. Da kann ich jetzt, glaube ich, wenig dagegen sagen. Sehr witzig, dass die Konzertbranche auch trotz der Preise nicht stagniert, sondern eigentlich auch in Deutschland unfassbar stabil ist. Also es gehen wirklich viele auf Konzerte. Da ist kein großer Einbruch, wie gesagt, nur bei den ganzen Wucherpreisen. Und bei den Musikkonsum ist es wirklich so, also... das soll jetzt nicht irgendwie so rumpoltern klingen, weil ich definitiv leider mittlerweile auch so eine Person bin. Das mit dem Streaming hat es einfach massiv einfacher gemacht alles. Also wenn ich jetzt überlege, was ich im Monat an CDs gekauft habe und dafür Geld rausgeschmissen habe, das ist ja irre. Klar, die stehen jetzt im Schrank und die sehen hübsch aus,
Aber natürlich ist es mit dem Streaming einfach viel einfacher, da Musik zu konsumieren. Klar. Und bei Alben ist es immer so eine Sache, ist natürlich meistens mindestens 10 Lieder, oft sind es ja mehr. Ich find, und die Künstler haben sich was dabei gedacht. Das verdient sie eigentlich, dass man sich dann damit in Ruhe auseinandersetzt oder sie es einfach mal irgendwie anhört. Und das, glaube ich, können weder Künstler noch, noch Hörer oft irgendwie noch, naja, gewährleisten. Deshalb ist auch, glaube ich, viele sind auf Singles umgestiegen. Also, es ist interessant, viele Hype-Künstler, die gerade irgendwie sehr erfolgreich sind, die veröffentlichen nur Singles, eine Single Klar. nach der anderen. Ja. Bei vielen Vorbands merke ich immer so, die gerade irgendwie aufsteigend sind. Dann gucke ich mal, was haben sie denn veröffentlicht? Dann sehe ich irgendwie 11 Singles, aber kein Album so. Ist ganz, ganz interessant. Also jetzt, gut, das Beispiel hinkt jetzt, weil Conan Gray, relativ ja, aufstrebender Singer-Songwriter aus, oh, ist aus Australien, ich glaube, er ist aus Amerika, ja. Der hat jetzt die letzten Jahre sich echt einen guten Stand aufgebaut. Jetzt kommt zwar ein Album raus, aber er hat die letzten Jahre eigentlich nur Singles rausgehauen. Er hat aber auch genug Singles, um ein Konzert zu füllen. Der kommt jetzt mit einem Album, hat aber schon die Größe, jetzt, ich glaube, Backstage-Werk. Also wir reden von 1200 Personen in München. Das ist halt einfach, glaube ich, Ja. auch wieder dem Social Media Zeitalter geschuldet, dass du halt, Ja. du musst regelmäßig irgendwie was raushauen. Und wenn du jetzt ein Album veröffentlichst, dann, weiß ich nicht, promotest du das 3 Monate und danach flacht es halt wieder super krass ab und dann fängst du beim nächsten Album nach 1, 2 Jahren oder so wieder bei null an. Und wenn du Das halt ist sehr oft der konstant alle Fall. 2 bis 3 Monate eine Single raushaust, dann hast du halt immer irgendwie was, über das du reden kannst und bist halt quasi die ganze Zeit präsent. Und so baust du halt bei den Mini-Aufmerksamkeitsspannen der Leute baust halt so nachhaltig einfach Reichweite auf, gerade als neuer Künstler. Ja, absolut. Also, da sehe ich das absolut auch so, dass du als neuer Künstler mit Singles, glaube ich, erstmal vorankommst. Auch so das Beispiel ist Malik Harris, der sich jetzt mit Singles gerade durchschlägt und jeder Single mehr oder weniger ein Radio-Hit wird, damit bleibt er relevant, hat aber im Endeffekt natürlich an Songs noch nicht sonderlich viele. Das ist aber ein guter Weg. Ich glaube, Hip-Hopper machen das ja auch ziemlich stark. Also wenn du im Rap-Business so anguckst, da schauen viele, dass sie sich irgendwie mit Singles irgendwie alle paar Wochen eine neue Single und dass sie sich dann irgendwie so halten. Es gibt auch die Wahnsinnigen, die dann irgendwie 3 Alben pro Jahr raushauen. Das ist natürlich Frage, wo jetzt da die Qualität noch bleiben kann. Aber ja, Singles sind irgendwie der Weg. Also viele machen es auch so, dass sie, wenn sie ein Album sagen, sie bringen das vielleicht 1,5 Jahren raus und sie veröffentlichen aber Single nach Single irgendwie in weiteren Abständen. Haben es auch große Bands gemacht. Muse hat es zum Beispiel im letzten Album gemacht, dass sie immer wieder alle paar Monate mal eine Single veröffentlicht haben. Jetzt Incubus zum Beispiel, die bringen jetzt auch irgendeine EP raus, aber haben irgendwie auch alle Monate mal eine neue Single rausgehauen. Damit bleiben sie im Gespräch, damit bleiben sie relevant. Das ist schon alles ein cleverer Weg. Kann man nichts dagegen sagen. Voll. Ich habe ja vorhin schon gesagt, du hast jetzt, ich glaube, das letzte, was ich von dir gesehen habe, war das 210. Konzert, kann das sein? Ich glaube, Irgendwie 200, sowas? Oder müssen zumindest wir die überlegen. 210. Also ich glaube, Rezension? am Samstag war der 212. Einsatz, zumindest Konzerteinsatz. Genau, also Dazu, ja. weit über 200 auf jeden Fall. Dann sind dir mit Sicherheit irgendwie Dinge aufgefallen, die. Oder anders gesagt, es sind dir mit Sicherheit negative Dinge aufgefallen, die sich bei vielen Künstlern immer wiederholen, oder? Also die quasi, egal wann du auf Konzerte gehst, so ein paar Dinge wiederholen sich wahrscheinlich immer und fallen negativ auf. Ich würde jetzt gern sagen, dass die Konzerte sich in großen Sachen gleichen. Das mag in verschiedenen Genres ja auch dann irgendwie stimmen. Also viele Rockbands scheren sich relativ wenig um Show zum Beispiel. Und was ich auch übrigens gut finde, also es soll immer um die Musik gehen und nicht um die Show. Die gehen auf die Bühne, die spielen ihre Musik handwerklich tipptopp. Nach 90 Minuten verlassen sie das Boot und damit war es das dann irgendwie. Daran finde ich nichts Verwerfliches. Aber das natürlich zieht sich irgendwie oft durch, dass viele Künstler einerseits hin zu viel Show gehen und viele Künstler andererseits weg von viel Show gehen. Das sind so zwei Richtungen, die sich irgendwie zeigen. Und die einen sind eigentlich nur eine Reaktion auf die anderen. Das heißt eigentlich, dass die wenig Show machen, sind dann schon irgendwie in der Unterzahl. Denen geht es dann irgendwie wieder mehr um die Musik. Schwierig, ich überlege es tatsächlich gerade, aber mir fällt gar nicht so viel ein. Es ist relativ gleich oft der Ablauf. 19 Uhr Einlass, 20 Uhr Support, 21 Uhr Hauptband und dann je nachdem, wie viel die Band spielt, hat 22, 30 oder 23 Uhr Ende. Das ist einerseits natürlich immer gleich, aber oder oft gleich. Aber jetzt so an irgendwelchen mehr oder weniger Fehlern, die dir als Besucher, der sich entsprechend auskennt, irgendwie auffallen, die man
aufstrebenden Künstlern quasi mitgeben könnte, achte drauf, dass du XYZ nicht machst, weil das sich einfach zu viele quasi leisten? Am wichtigsten ist der Live-Sound, jedes Mal. Mhm. Ich weiß, der ist so selten beeinflussbar als aufstrebender Künstler. Und ich weiß es ja selber von meiner eigenen Band. Ich habe auch irgendwann angefangen, es ist nicht, also dass es besser ist, aber wir haben es zumindest für uns als Akustikband, weil wir sind nur zwei Personen so geregelt, dass wir uns selber mischen. Mhm. Da kommen wir irgendwie, aber Akustik ist auch nicht so schwer zu mischen. Aber mit voller Band ist es einfach oft so und da fällt das Interesse vom Publikum immer so schnell ab, wenn der Sound nichts ist. Auch wenn man sich mit dem Mischer dann vielleicht ein bisschen anlegt, weil man ein paar Vorstellungen hat und die, vielleicht sind sie auch dann falsch, das muss man sich irgendwie auch eingestehen, aber wirklich ein einigermaßen ausgeglichener, druckvoller Sound ist echt viel wert und wenn man in der Position ist, dass man vielleicht einen Mischer im Freundeskreis hat, der sagt, yo, ich unterstütze euch da auch oder sogar schon in der Größenordnung, dass man sich irgendwie einen mitnehmen kann, wenn es so ein Freund ist, dann macht das und sprecht das irgendwie ab, das ist echt wichtig. Und natürlich sind auch Ansagen wichtig. Stereotypische Kackansagen will niemand. Also klar kann man einmal fragen, seid ihr gut drauf? Um Gottes Willen. Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Aber nicht nach jedem zweiten Lied und auch nichts anderes. Dann bitte keine Ansagen auf Englisch machen. Also Texte ist okay, aber wenn ihr eine deutsche Band oder in Deutschland spielt und dann englische Ansagen macht, das ist so super weird. Also das machen auch manche, weil sie dann irgendwie die Realness bewahren wollen. Mhm. Und du stehst dann da und denkst dir so, Alter, du bist aus Karlsruhe, lass es sein. Das ist so, nein, also das fand ich auch echt grenzwertig. Aber Ansagen, da verzetteln sich immer, glaube ich, sehr viele irgendwie in so den typischen, yo, so voller Dankbarkeit und bla bla. Und klar, man meint es ja auch ernst, aber man kann das irgendwie auch besser ausdrücken und cleverer. Und ich glaube, da lohnt sich's, wenn man sich immer so viel Gedanken darüber macht, wie ist die Musik strukturiert, wie ist das Live-Auftreten, dass man sich auch wirklich mal ernsthaft Gedanken macht, wie sind meine Ansagen strukturiert. Mhm. Wenn man nicht der super fresheste freie Redner ist, dann unbedingt da irgendwie mal drüber nachdenken. Weil dann würde ein Auftritt stimmiger, dann würde ein Auftritt irgendwie runder. Wenn der Sound passt, die Ansagen und die Musik, da kann ich wenig Tipps geben. Das muss jedem selber überlassen sein, aber vielleicht nicht wem nacheifern, sondern bestenfalls natürlich irgendwie in der Eigenständigkeit suchen. Dann ist eine gute Basis gegeben. Ja, cool. Also Ansagen wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, aber die hast du mir jetzt eigentlich schon mehr oder weniger abgearbeitet. Du darfst sie trotzdem stellen. Nee, ist mir einfach nur jetzt gerade in Sinn gekommen, Extrembeispiel Rammstein quasi, gar nichts an Ansagen und dann halt die Singer-Songwriter auf der anderen Seite, die dir mehr oder weniger das halbe Konzert erzählen, wo sie den Song geschrieben haben, über was es geht und so. Und da wäre jetzt quasi die Frage nach deiner Meinung gewesen, aber hast du mir ja schon gegeben. Solange es interessant ist, habe ich jetzt so rausgehört. Ja, das ist aber das Witzige, das sind natürlich zwei Extrembeispiele. Mhm. Jetzt. Und bei Rammstein wiederum ist das Konzept halt so in sich schlüssig. Klar, da passt es voll. Dass du keine Ansagen brauchst. Also, das, ja, die Musik sei jetzt mal dahingestellt, ob man es mag oder nicht. Aber bei Rammstein ist so eine, das ist echt ein Extrembeispiel. Da ist die Show einfach so groß und prägnant, deshalb geben die Leute 100 Euro aus. Vielleicht auch für die Musik, ist ja okay, aber die meisten wollen einfach so im Sinne von, ich will mal die Show von Rammstein gesehen haben, weil die wie so ein Mysterium ist. Und wenn Lindemann anfängt zu quatschen, glaube ich, denkt man sich eher so, ja, was soll denn das? Also das passt wahrscheinlich überhaupt nicht rein. Also das ist natürlich ein Extrembeispiel. Und bei Singer-Songwritern ist übrigens auch oft ein Problem. Also vor allem irgendwie dann kleine Singer-Songwriter, die dann ewig sich in der Geschichte verzetteln, die halt echt nicht interessant ist. Dann es kann hardcore schief gehen, wenn man die nicht vielleicht davor dann schon ein bisschen nett strukturiert oder geplant hat, wenn sie halt nicht interessant ist. Tolles Beispiel ist übrigens Louis Capaldi, aber positives Beispiel. Der macht es echt gut. Der hat ja nur ein Album und da spielt er halt auch. Das heißt, das Konzert an sich ist noch eine Stunde rum, aber er erzählt wirklich viel, erzählt sehr nett, scherzt mit den Leuten und der macht es gut. Der macht es so ein bisschen wie ein Comedian, aber der hat das echt raus. Das kannst du dich auch machen als Bruch, wenn du ernste und bedrückende Lieder hast, dann als Bruch vielleicht witzige Ansagen. James Blunt macht das, glaube ich, auch relativ aktiv. Den habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ich habe das mal gehört, dass er das zumindest tun würde. Aber bei Louis Capaldi ist ein tolles Beispiel für einen Singer-Songwriter, der dieses Spiel mit lustig und traurig echt gut hinkriegt. Was ihn aber auch ziemlich groß gemacht hat, also so gerade das Instagram-Stories und sowas, hat ihn ja brutal aufgebaut mit so der Comedy-Art und dann im Gegensatz dazu so ein bisschen die eher melancholische Musik oder so. Also da habe ich schon ganz oft gehört, dass das so ein bisschen der mehr oder weniger Erfolgsfaktor war, dass er halt die Leute einfach auf Social Media durch seine
humorvolle Art mehr oder weniger einfach irgendwie capturen konnte und sie dann trotzdem die Musik als Gegensatz dann trotzdem gefeiert haben und dass das ihn so ein bisschen hochgepusht hat. Das ist das Besondere am Capel, die garantiert, dass der auch so schnell so erfolgreich wurde. Mhm. Also selbst der totgespielte Radiohit Someone You Loved ist ja wirklich schön, also wirklich ein tolles Lied. Wenn man sich die Alben anguckt, der hat Lieder, One ist mein persönlicher Favorit, das ist ein unfassbar toll geschriebenes Lied, von Text bis Musik bis Performance, ja irre. Also der Kerl ist ja musikalisch aller oberste Singer-Songwriter-Liga. Mhm. Und dann hat er einfach das Spiel mit den Medien, was du im Jahr 2000, und wann ist er groß geworden, 18, 19, wenn du das in dem Jahr einfach dann halt raus hast, wie du auch damit umgehst. Und ganz ehrlich, die Leute wollen keinen Content, wie du traurig in die Kamera guckst. Ja. Und dann irgendwie sagst du, ja, ich habe jetzt ein neues Liebeslied geschrieben und dann war es eine Trennung. Also irgendwie sowas, das ist, keine Ahnung, das macht dich ja eher traurig. Es kann funktionieren, wenn du musikalisch das Oberass bist. Vielleicht hätte es bei Capaldi funktioniert, vielleicht. Aber er, wie er es gemacht hat, war definitiv der clevere und kluge Weg. Außerdem hat er es, glaube ich, nicht gemacht und sich so verstellt. Er hat schon clever eingesetzt, aber der ist einfach so. Sonst funktioniert es auch nicht. Wenn du gestellt versuchst, irgendwie witzig zu sein, dann das checken die Leute. Ja, ganz schrecklich. Ja. Gibt es auch genug Beispiele. Leider ja, und da denkt man sich nur, bitte hör einfach auf. Meistens waren sie Support-Bands, das da ist dein Ende in Sicht. Gibt es irgendwelche Künstler, die du noch nicht live gesehen hast, aber unbedingt noch sehen willst? Ja, gibt's. Es gibt eine Dreierliste. Ich habe drei Namen auf der Liste, die ich sehen okay. möchte. Ich weiß nicht, in welche Sache ich sie gruppieren möchte. Aber es, also drei. Nummer eins ist Faith No More. Mhm. Stilprägende Crossover-Band, die ich 2015, obwohl sie auf dem Rockavaria München waren und ich auch da war, aber an dem Tag leider nicht, deshalb auch noch nicht gesehen habe. Die fehlen mir noch massiv. Werde ich aber dieses Jahr nachholen. Ich fahre nach Berlin und schaue sie mir da an. Mhm. Die kommen nur alle paar Jahre und jetzt haben sie sich nach 5 Jahren mal entschlossen, hey, wir brauchen wieder Geld. lass mal auf Tour gehen. Das hat mich gecatcht. Also ich muss, die muss und will ich sehen. Nummer zwei sind die Ärzte. Ich habe die noch nicht gesehen. Ich bin mit denen aufgewachsen. Eher immer der, also wenn die Ärzte-Hosen-Frage kommt, immer zu den Hosen tendiert. Die fand ich persönlich natürlich jetzt nicht so witzig, aber halt irgendwie bedeutender und ich konnte mit denen mehr was anfangen. Außerdem waren die auch ein bisschen ernster und das ist eher, also ich bin jetzt kein unlustiger Mensch, glaube ich, ganz im Gegenteil, aber eher so ein bisschen eher die Mentalität, die es mir so anspricht. Also in der Musik mag ich es dann, glaube ich, doch eher ein bisschen ernsthafter. Mhm. Aber die Ärzte sind trotzdem Band, die ich auf und ab gehört habe, vor allem 2012. Ist natürlich eine Band, die auch echt viel meine eigene Musik ein bisschen geprägt hat, weil es eine Musik ist, die funktioniert fürs Publikum. Und habe ich mir aber jetzt für die Konzerte, die kommen ja auch, glaube ich, im Dezember, 15. 16. Dezember in die Uli-Halle, für beide Tage Karten gekauft. Kann gut sein, dass ich aber auch irgendwie noch drüber berichte. Aber da weiß ich nicht, ob ich zu befangen bin. Und ich glaube, von allen auf Platz 1 steht bei mir Lady Gaga. Das ist, okay. Die fehlt mir noch und da wollte ich schon mal nach Hamburg und das hat es noch nicht funktioniert und die hat, glaube ich, die Tour auch abgesagt oder verschoben. Also die Frau steht bei mir ja ganz oben. Die habe ich 2008 tatsächlich, als Just Dance ihr allererstes Lied rauskam. Das habe ich ja nie da gefeiert. Eine Songwriterin, die ist so eine fantastische Songwriterin, hast du noch nicht gesehen. Also irre. Die hat ja für die Pussycat Dolls, und das ist eigentlich ein bisschen, klingt jetzt komisch, aber wirklich tolle Lieder komponiert, ganz tolle Liedstrukturen. Ihr erstes Album The Fame war, mal unabhängig davon, dass sie sich ziemlich ja provokant immer gegeben hat in ihrem Auftreten, war das ein musikalisch fantastisches Album. Ich habe mir damals das Notenbuch auch gekauft und habe das zerlegt und auf Klavier niedergespielt. Ja, aber so ein bisschen der Party-Hit, wenn ich anfange, Pokerface auf Klavier zu spielen. Das war ja wohl damals dann irgendwie auch so ein richtiger Mega-Hit. Also wirklich Lady Gaga, und die hat nur geilen Scheiß gemacht. Also das Art-Pop-Album war jetzt nicht so mein Ding, das ist aber auch gut. Und jetzt mit dem Hype ist es absolut cool, den sie da, den mit Shallows und The Stars Born. Übrigens, den habe ich noch gar nicht gesehen, aber das Lied kenne ich natürlich. Das war ja ein Riesen-Hype und hat sie auch verdient. Außerdem hat die ein ganz tolles Lied, ist eine mega Empfehlung, Till It Happened to You. Ich glaube, hat sie damals für eine Netflix-Serie geschrieben oder ich weiß es gar nicht, oder im Rahmen der MeToo-Debatte. Aber es ist ein unfassbar großartiges Lied. Single, die nicht Anerkennung gekriegt hat. Also mega Empfehlung. Aber ja, Lady Gaga fehlt noch und kommt ja hoffentlich nächstes Jahr oder so mal hierher. Das ist aber ganz schön unterschiedliche Liste. Also Lady Gaga hätte ich ja, jetzt total.
also privat jetzt alles, was aufgenommen ist, so gerade die älteren Sachen waren nicht unbedingt mein Ding, aber ja, verständlich. Wenn du dann so ein bisschen dahinter schaust, wie du gerade gesagt hast, super krasse Songwriterin, auch für andere super gut und auch abgesehen von dem, wie du vorhin gesagt hast, so ein bisschen überproduzierten Pop-Songs oder so. Mhm. Unfassbar geile Stimme. Ja, fantastisch. Und wenn du da so ein bisschen, also habe ich jetzt, also nicht, schon länger her, aber so ein bisschen die Making-ofs irgendwie anschaust, wenn du dann so ein bisschen sie nur mit Gitarre oder so am Songs schreiben. Mega, ja. Also da finde ich, kommt was ganz anderes rüber, als dann in irgendwelchen hochproduzierten Aufnahmen oder so. Man merkt auch in der Anfangszeit, also zugegeben, die war natürlich am Anfang sehr elektronisch gerichtet und die wusste auch, dass sie eher kommerziell in die Richtung erstmal will, um danach sich austoben zu können. Ja. Aber auch da im, was war das, Fame Monster, dieses Erweiterungsalbum von ihrem ersten Album, da ist die Ballade Speechless drauf und die hat sie komplett alleine geschrieben, auch ohne irgendwelche Producer-Hilfe. Also sie schreibt auch sonst alleine, aber mit den Produzenten halt dann irgendwie noch weitergeführt. Und da hat sie aber alles allein gemacht und es ist ein total organisches Lied, auch ohne elektronische Elemente. Also sie spielt Klavier und volle Band. Bombenballade. Und tatsächlich auch, ich glaube, das war dann Born This Way, aber glaube ich, war das drauf. The Edge of Glory ist, ich glaube, also was für ein Meilenstein des Songwritings. Also immer wenn ich ihn höre, denke ich mir so, Gottes Willen, wieso konnte ich dieses Lied nicht schreiben? Also, fantastisch. Ganz, ganz große Lady Gaga-Liebe, immer schon. Ja, krass. Soweit von mir wäre es das eigentlich gewesen. Hast du noch irgendwas, was du gerne mitgeben wollen würdest an irgendwelche aufstrebenden Künstler in Sachen Konzerten, Performance, whatever? Ich kann die Klischee-Sachen sagen, die, glaube ich, viele sagen, aber vielleicht liegt es einfach daran, dass es ja auch stimmt. Man sollte sich nur bis zu einem Grad verstellen, mit dem man es mit sich selber auch noch auf der Bühne vereinbaren kann. Klar, oft gibt man ja irgendwie auch Bühnenrollen ab, auch Beispiel große Künstler wie Alligator sind eigentlich nur Schauspieler, aber die würden das ja auch nicht machen, so dass sie sich drin wohlfühlen, also sich selbst nicht drin wohlfühlen. Und ich habe das immer oft das Gefühl, dass viele einfach so ein Rollenklischee entsprechen wollen, also zum Beispiel, ich will der typische Metalcore-Sänger sein und deshalb gebe ich mich so und das kommt dann immer sehr unauthentisch rüber. Mhm. Ich stelle mich entgegen der Meinung, dass man vollkommen ehrlich und authentisch sein soll. Das glaube ich nicht, weil da auf einer Bühne darf man auch in gewisser Weise Schauspieler sein, auch in der Musik, aber man sollte es irgendwie noch so machen, dass es irgendwie immer authentisch funktioniert und mit den passenden Ansagen und dem guten Bühnensound sollte das eigentlich wunderbar funktionieren. Ich habe, glaube ich, noch eine kleine Sache, weil ich es immer wieder merke und das ein bisschen schade finde, weil ich dann da nicht weiterhelfen kann. Wenn man tatsächlich gerne von Magazinen wahrgenommen werden will oder was man möchte, unbedingt damit beschäftigen, was macht denn dieses Magazin überhaupt? Mhm. Wir zum Beispiel von Kultur in München machen ja wirklich nur live Berichte, Reviews, also egal da ob Theater oder Oper oder natürlich Konzerte. Und wenn es immer Bandscheiben mit, wir haben eine neue Single veröffentlicht, können wir die denn teilen? Dann schwierig. Ist es einfach sehr schwierig, weil das halt nicht in unser Raster reinfällt. Und dann kommt auch so eine Absage immer richtig pimmelhaft. Also das möchte ich immer ungern, aber was soll ich denn anders sagen? Also das ist auch, dann stößt man auch was an, was überhaupt nicht dann quasi reingehört, weil es nicht im eigenen Raster war. Also unbedingt gucken, ist dieses Magazin überhaupt dann das, was ich, also die richtige Anlaufstelle für das, was ich möchte. Und ein bisschen Verständnis haben wir auch für die Leute, die dahinter stehen. Ich meine, das ist für uns alle, auch wenn es auf einem professionellen Niveau läuft, zumindest bei uns, bei Kultur München, ein Hobby. Wir machen das just for fun sozusagen. Und ich leite jede Anfrage weiter, aber oft meldet sich dann halt einfach niemand. Mhm. Das klappt halt einfach nicht. Ich habe schon oft erlebt, dass Leute dann sehr pumpig geworden sind und sehr beleidigend. Das fand ich nicht fair. Jeder probiert sein Bestes, wirklich. Also es gibt viele Menschen, die natürlich auch dann vielleicht da jetzt nicht so fair sind, auch auf dem professionellen Business. Aber insgesamt für die kleinen Online-Magazine spreche ich da, glaube ich, so, dass jeder sein Bestes funktioniert. Und wenn ihr gut seid und eine tolle Live-Performance abliefert, dann sehe ich da, glaube ich, auch keinen Grund, wieso Leute nicht daran interessiert sind, da irgendwie auch mehr darüber zu machen. Ja. Perfekte Schlussworte. Vielen Dank für deine Zeit. Hat mich echt gefreut. War super. Ja, vielen Dank für die Einladung. So gesehen. Also hat mich auch sehr gefreut. Und ja, guck mal bei kulturinmünchen.de vorbei. Wird alles verlinkt, selbstverständlich. Ah ja, bam. Na dann wünsche ich euch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Mega, vielen Dank dir. Danke dir.
Das war die erste Episode von How to Make It. Ich hoffe wirklich sehr, dass es dir gefallen hat. Vielleicht konntest du ja einiges für dich selbst mitnehmen und hattest einen spannenden Einblick in das Live-Geschäft. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen, wenn du den Podcast mit anderen Musikern teilen würdest, die davon profitieren könnten. Lass mir auch gerne deine Meinung in Form eines Kommentars, einer Nachricht oder sogar einer kleinen Rezension da. Das hilft mir enorm weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei How to Make It, dem Podcast für Musiker, die wirklich etwas erreichen wollen.